Handbremse. Wenn wir die Autos wollen, wollen wir keinen Gas geben. Nein! Kev, die Ampel wird gleich rot, jetzt muss anhalten. Da fährt ein Kev von mir und willkommen, meine lieben Jorges, zu einer neuen Challenge in GTA Online zusammen mit LP mit Kev. Hallo. Hallo, seid herzlich willkommen auf meiner Seite aus und ja, wir haben heute was Schönes vorbereitet. Und wir werden zwar, heute. Achso, du willst es sagen, kannst sagen. Also ich wollte eigentlich sagen, und zwar Dena, schieß los, ja, aber. Okay, dann schieß ich los. Wir haben ja schon mal zwei Flugzeuge, die nur wegen mir spawnen, weil Dena noch zu low ist vom Level. Aber wir sind nicht, wir sieht hier genauso aus wie bei der vorletzten oder einer der letzten Challenges mit den Brücken, aber diesmal nein, werden wir nicht unter Brücken durchfliegen, sondern wir werden ein Rennen machen mit Flugzeugen, allerdings auf der Straße. Das ist auch wieder ein Zuschauervorschlag, ein sehr cooler Vorschlag, wie ich finde. Das heißt, wir müssen jetzt gleich landen auf einer Straße und Kev, wehe, du machst dabei dein Flugzeug kaputt. Aber wo? Auf welcher Straße? Ja, ist eben schwer. Das ist eben schwer, ne? Hier auf der Autobahn? Ne. Ja, irgendwo, wo man landen kann halt erstmal. Hier auf der Autobahn kann man gut landen. Und dann machen wir ein spontanes Rennen, dann fahren wir mit den Flugzeugen. Vorsicht! Vorsicht! Oh Alter, Gott! Alter, du bist direkt unter mich geflogen. Ja, lande du erstmal. Okay, ich muss erstmal Landeplatz auskundschaften. Ich glaube, hier ist ganz nett. Nee, aber das Ding ist, da sind überall so Laternen und so, weißt du? Ja, die sind überall. Scheiße, das ist gar nicht so einfach, das habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt als gedacht. Wir hätten wahrscheinlich besser raus. Warte, ich lande hier! Na, Kev, übertreib's nicht. Auf dem Strand ist vielleicht ganz leicht. Ich bin jetzt schon gelandet. Du bist schon gelandet? Ich bin gelandet. Wo? Auf der Straße hier. So einfach. Ist eine Straße, die vierspurig ist, deswegen kann ich da genau in der Mitte langfahren. Ach, da unten bist du, ich sehe es. Soll ich das auch probieren? Warte, ich fahre jetzt an die Seite. Okay, ja, ich sehe es schon. Oha. Ich höre schon den Funkverkehrs, den Polizeifunk. Oha! Flugabwehr, ich sehe auf zwei Flugzeuge hintereinander. Wir landen auf der Straße. Ich nehme so ein bisschen Anlauf, damit ich das auch locker schaffen kann, okay? Was war du brauchst, mein Lieber? Ja, so. Ich wende jetzt schon. Ich parke sozusagen hinten ein mit dem Flugzeug, hinten rum. Ohne Witz. Okay. So. Ja, ich sehe die Straße hier. Also ich bin jetzt hinten rückwärts eingepackt. Nee, ich bin auf der falschen Straße irgendwie. Die Straße hier meinst du? Ja, das ist da genau diese graue, die da grau ist. Die ist nicht lang, also. Boah, die ist richtig kurz. Ja, das schaffe ich gar nicht. Das schaffe ich nicht. Kannst ja hier bei der schon anfangen, das ist doch alles vierspurig. Nee, ist dreispurig, aber es geht trotzdem. Ich mach Gott, hier. Ich mach von der Seite und dreh hier, okay? Ja, also versuch irgendwo zu landen. Ja. Irgendwas. Flieg jetzt einfach nochmal hoch und lande nochmal. Mach ich gerade. Da. Ich meine, es ist immer so schnell und dann. Ah, die Straße ist perfekt hier. Düt. Die ist perfekt, Kev. Landefahrwerk ist ausgefahren. Dena is going down. Oh, Laternen, zu viele Laternen. Oh, Ampel meine ich, aber unter der Ampel bin ich gelandet. Was für eine Landung. Genial, Kev. Was? Nicht kaputt gehen jetzt. Ah, nee, ich bin hier gerade, ich dachte, du wolltest herkommen. Ich bin hier gerade rechts rum. Ich bin ja eingeparkt rückwärts in einen Bauplatz halt. Okay, ich komme jetzt zu dir gefahren. Ja, ich komme auch grad. So, bin gleich bei dir. Oh, ich habe schon ein Schild mitgenommen. Vorsicht! Ah, nein, ich geh mal an! Ja, warte, wir stellen uns einfach voreinander, ne? Okay. Vorsicht. Scheiße. Aber voreinander ist unfair für den, der vorne ist. Ja, stimmt. Warte, dann fahre ich rückwärts da weiter rein. Warte. Lass dich auf der Kreuzung, können wir beide nebeneinander. Ja, warte, ich fahre an die vorbei. Stopp. Aua. So, hier kommen wir nämlich. Ja. So. Zack. Vorsicht, wenn die Autos uns umfahren wollen. Scheiße. So, fahr ich kurz ein bisschen nach vorne, dann kann er wegfahren. Okay. Bleib du da. Na, bleib ich hier. Ich stell schon. Was? Warte, ich komm hinter dich. Ich stell mich hier richtig rein. Okay. Bleib mal was sehen. Ich stell mich hier so weit in die Ecke, dass du mehr Platz ist. Mach mal schnelles Rennen. Ich stell mich so weit in die Ecke, ich auch kann. So. Und ich. Ja, hier haben wir noch kurz ein bisschen umgestellt. So. Das ist so. Die Ziellinie, die Startlinie hier. Alter, perfekt, nur die Flügel an. Gut. So, dann machen wir jetzt ein Rennen von hier aus. Wohin machen wir das denn? Ich würde sagen, am Ende muss noch ein Tick Autobahn dabei sein. So, man muss ja fahren, ne? Ich würde sagen, wir machen das hier rum. Ohne zu gucken, einer muss rechts. Nee, wir müssen ja, ist egal, wie man fährt, ne? Ich würde sagen, es geht hier runter, man darf nicht abheben. Und das Rennen geht hier runter bis zum, bis hier zum Strandding hier. Und das letzte Stück muss man wahrscheinlich zu Fuß gehen, weil das Ding nicht mehr kommt. Aber so lange muss man mit dem Fahrrad sein. Ich würde sagen, wir treffen uns hier. Wo, hast du auch einen Punkt gesetzt? Noch nicht. Ich hab einen gesetzt. Ja, aber ich sehe den noch nicht.
Ja, mach einfach, okay, einfach go, schnelles Rennen. Ja, okay, Kev. Go, 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 go. Das und wird natürlich noch mehr Challenges in die Kommentare. Wie mache ich dieses Menü? Ach so, okay. So, spontanes Rennen. Denn das ist richtig geil und macht auch Spaß. Das ist was Neues. Das macht kaum einer. Diese geilen Challenges, die Dena und ich hier machen. So. Kev Geil wird eingeladen. Spontanes Rennen, willkommen. Handy, raus. Na, okay. Eingeladen? Ja, du bist geblockt. Starten. Oh, egal. Scheiße. Starten, egal. Nein, geh weg, scheiß Auto. Du musst sowieso, Dings da. Okay, Kev, nicht bewegen, das Rennen startet. Ich starte einfach mit Handicap. 3, 2, 1, go. Oh Gott. Was, was mache ich denn jetzt hier? Ciao. Oh, oh. Oh, oh, komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Ah, doch, jetzt. Jetzt, oh, jetzt. Fuck, ich bin zu schnell. Kev, er rennt. Mega Highspeed. Was ist, wenn man, wenn man sein Ding kaputt macht, ist man tot einfach. Da hat man verloren, okay? Ja, ja. Und ich bin, Alter, auch zu schnell. Schnell. Und man darf nicht abheben, Kev. Ich weiß. Wenn man abhebt, muss man sofort runterdrücken und wieder. Oh nein, ich muss hier rüber. Oh, der hat gebremst. Oh Gott. Ich sehe dich da vorne, ich hol dich ein. No risk, no fun. Oha, oha. Ich habe die Laterne hier mitgenommen. Ja, ich weiß. Man kommt da sonst auch nicht durch. Jetzt ist, ich weiß gar nicht, wo ich langfahren soll. Ich auch. Oh, wow, 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 wow. Ey, du hast Glück, weil ich ja schon die Laternen vor dir wegmähe. Ja, ja. Am besten, Kev, am besten, Kev, das hier jetzt noch mit Verkehrsregeln, okay? Hä? Oha, ich weiß gar nicht, wo ich langfahren soll. Ja, das wird dir nicht ange... Ah, das wird dir nicht angezeigt, weil du ein Flugzeug hast. Ich bin abgehoben. Ja, warte, dann ist ja übelst scheiße, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob Autobahn günstiger wäre. Ich weiß es aber auch nicht. Da hinten! Oh, das, den noch rein. Ich hätte mir sagen. Ich glaube, ich fahre genauso wie du. Ich dachte am Pier. Ich dachte am Pier. Nee, ein anderer Pier ist es. Aber das, du fährst wie zum Pier. Und ich bin schon zweimal ziemlich heftig da irgendwo gegengefahren. Ich glaube, das ist mein Flugzeug mal auch nicht mehr ewig mit. Wobei, es hat nur kurz gedampft. Jetzt sehe ich das Dampfen nicht mehr. Oh, 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 oh. Man darf sie nicht gegenseitig kaputt machen, nicht extra zumindest, okay? Ich musste doch wetten, aber es war schon ein bisschen eigennützig, hast du den. Ich, oh, weiß nicht, ob da Alter, runter. Ich bekomme ein bisschen hart. Oh Gott. Wow. Nicht abheben, Kev. Nicht abheben. Das mach ich nicht. Wow. Und ich nehme alles für dich mit, Alter. Ich fahr einfach in der Mitte, ich brauch das gar nicht. Ja, weil die ja schon weg sind durch mich. Oh ja, jetzt nehme ich. Oha! Aber weil du es gemacht hast. Nein, Kev, mein Flugzeug ist kaputt! Ja? Ja! Aber ich fahre noch! Nicht, Alter, mehr lange! Ich muss Geisterfahrer werden! Ich fahre gar nicht mehr! Oh, wieso ist das kaputt gegangen? Ich weiß gar nicht, wie das kaputt gegangen ist! Nein! Bist du auch kaputt? Mein rechter Seitenträger ist weg! Ja, warum? Meine auch! Warte, vielleicht kann ich mit einem noch fahren! Ja, das habe ich auch versucht! Wie ist denn das kaputt gegangen da? Das war wie meiner Elite, Alter! Mieses 11. September Opfer! Das ist aber voll, ja, so, meine auch! Wie ist das passiert? Keine Ahnung! Wahrscheinlich, wenn man gegengefahren ist, ne? Ja, ja, glaube ich auch! Ja, warte, dann hole ich jetzt meinen Rennwagen, wir fahren da nochmal hin, machen das gleiche. Ich hab nichts getan! Ich bin gegen dein Ding gegengefahren! Das war dein Kill, du musst was getan haben! Ich bin gegen dein Ding, gegen dein Flugzeug gefahren! Als das explodiert, dann warst du tot! Okay, wir machen das nochmal, weil das heißt ja offenbar, dass wir noch vorsichtiger fahren müssen. Ja. Wir sind beide so unvorsichtig gefahren, das offenbar. Hier, komm mit. Nee, nee, ich hol mir jetzt meinen Rennwagen, ich nehm diesmal den. Okay. Kontakte, ich hol mir auch meinen. Ja, nee, fahr du mit meinem nicht mehr mit, dann ist das schneller. Bei mir ist das sowieso. Wir sind davor mit deinem gefahren, ich fahr mal mit meinem. Okay. What you need, boss? Wo ist er? Some wheels? I can bring them round. Wo ist der Mechaniker? I'll get there as soon as I can. Hallo. Okay, oha, dieses schickes Auto, Kev. Da. Dieses Prachtstück, ich danke dir. Mein Mechaniker. Ich habe gerade dafür zurückgefahren. So, go, Kev. Hä? Huh? Was mit deinem? Ja, wir fahren Wettrennen. Achso, wir müssen das Rennen jetzt abbrechen, erstmal zu Ende machen, ne? Achso, wollen wir es zu Ende machen? Ja, dann lass sie gleichzeitig starten einfach. Okay, dann ist das Rennen jetzt? Ja, nee, wir fahren nach zurück, aber sind das. Ah, nee! Das können wir auch machen, wenn wir zurückgefahren sind, ne? Ja, lass das Rennen einfach weiterlassen. Wir müssen jetzt einfach sofort Flugzeug holen, okay? Okay. Okay, alles klar. Lass doch sagen, man muss sich ein Flugzeug holen und hier landen an dieser Stelle, okay?
Okay, alles klar. Aber ich markiere mir das erstmal. Markiere das auch mal auf der Map, den Flugplatz. Ja. Ich weiß ja, wie es zum Flugplatz geht. Okay, also wollen wir los? Ja, ich hab 2 Sterne. Go, go, go. Ich weiß nicht warum. Ah! Ja, und ich bin direkt gegen Pfosten gerannt. Was? Choco, Alter. Jetzt komm, ich kann nichts machen. Polizei. Ja, Alter. Ich kann nichts machen. Oh, ich spinne, ey. Also los geht's auf zum Flugplatz, ich ne? Ich find's mal gut, dass wir 2 verschiedene Wege fahren. Ja, meiner wird schneller. Ich fahr ohne Koordinaten. Ich fahr jetzt einfach nach Herz und Verstand, weißt du? Und ich fahr mit. Und ich bin vor dir. Aber wie gesagt, dein Wagen beschleunigt zwar schneller, aber nicht die Ente. What the fuck? Alter, wie langsam ist der Straßenverkehr hier? Ja, aber Kev, du erreichst die Endgeschwindigkeit nicht. Ich hab's da hinten gesehen. Du erreichst sie einfach nicht. Aber auch anders. So, hier lang geht es. Geht. Wobei, jetzt bist du vielleicht besser gefahren. Jetzt bist du vielleicht besser gefahren, aber ich sehe dich gerade gar nicht. Doch, da vorne, ne? Oha, das wird eng, das wird eng. Oh, fuck. Ja, du hast dich gedreht, deswegen bin ich vor dir. Unnormal. Aber jetzt fliege ich dich, Alter. Ich mag dich. Mein Auto ist einfach das alltagstauglichere Auto, weil du kannst deine Geschwindigkeit gar nicht kontrollieren, Kev. Highspeed, da braucht man nichts kontrollieren. Ja, ja, Kev, sieht man. Dann fährst du mal rein in die Bande und so weiter, ne? Ja. Gut ist es nicht. Du fährst unten, ich fahr weiter auf der Autobahn. Scheiße, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich fahren muss. Kacke, es ist blöd, weil ich keinen Wegpunkt hab. Oha! Wo bin ich dagegen gefahren? Bin gegen so einen Mini-Stein gefahren. Ich weiß nicht, ob ich falsch abgebogen bin. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Aha, nein! Du bist bald! Ja, du bist falsch! Nee, ich hab noch einen Wegpunkt. Ah, fuck, wo fahr ich denn jetzt hin? Oh fuck, ich bin wirklich falsch. Chill, Mädel! Und ohne mich spawnt ja nichts, also. Ja. Da könnte ich einfach wegfliegen, dann spawnt nichts mehr für den. Ich komm jetzt aber. Ich glaube, ich bin schon wieder falsch, weiß es gerade nicht. Hey, nee, doch, jetzt bin ich richtig. Warte auf dich, ne, weil sonst bei dir spawnt ja wirklich nichts dann. Kannst du, sobald die Flugzeuge da sind, Sicherheit, weiter kannst du aber losfliegen. Tja. Nur, dass ich hier auch noch ein Flugzeug bekomme. So. Im Gegenzug hat es mir auch nichts gebracht, Erster zu sein, weil ich da auch nicht losfliegen konnte. Ja, stimmt. So. Warte, warten wir erst mal, bis beide hier sind. Eins ist da. Da ich ja Erster bin. Du kannst ja schon mal ins Einsteigen, weil ich glaube, dann spawnst du wahrscheinlich so schon. So. Erstmal hier runterfahren. Spawnt? Nee. Du bist aber noch nicht da, ne? Nee, ich bin fast da. Ja, dann fahr ich fahr gerade rein ins Flughafengelände. Ja, dann fahr nicht in mich rein, ich fahr hier an der Seite einfach lang. Okay, wie du meinst. Das für dich was spawnt. Ich hoffe, so. Da kommt was. Mein Auto ist schon voll kaputt. Ja? Da hinter mir ist was gespawnt. Okay, ich fahr da gerade hin. Warte. Ja, ich seh's. Siehst du's? Ich seh's, du kannst losfliegen. Alles klar, see ya. Okay. See you later, Alligator! So. Gib ab, Junge! Oh ja, Kev, ich sehe schon, wie du fliegst. Oh, Kev, das keine Bruchlandung wird direkt wieder. Nee. Guter Flieger. Ja, Kev, das sehe ich. Abfahrt! Abflug, wenn dann, Kev. Das stimmt. Nee, gleich aber Abfahrt. Yeah! So, Gas geben. Und man muss ungefähr da landen, ne? Man darf nicht so viel zu weit. Lieber also ein bisschen früher versuchen. Ich auch an der Kreuzung landen. Ich werde das fair machen. Aber ich muss die erstmal finden, weil es ist ja die Hauptstraße, ne? Die ist beim Pier halt. Ja, ich fahre gerade zum Flieger zum Strand. Ich fahre, Alter, ich fliege doch. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo das ist, hier vorne. Ich glaube, ich habe gerade den Boden berührt, so ein Ding berührt. Aber was ist das für Turbulenzen? Wieso wackelt denn so? Weil wir nicht so viele Fliegerskills haben. Übelst viel aber eigentlich. Ist das wirklich so? Ich glaube, das liegt daran, weil halt, wenn man im Singleplayer mit denen mit guten Fliegerskills fährt, dann ist es nicht so. Weil wenn okay, du halt hier vorne guckst, ist die Straße, soll ich das die Kreuze, muss ich kurz konzentrieren. Fahrklappen aus, ich muss ja landen. Ja, man muss landen. Ich bin auch am Strand. Ich weiß nicht, ob es kluger ist, am Strand zu landen und dann dahin zu fahren. Nee, kommst du nicht hoch. Na, Shadow Missile Dizzle von the Esel. Hier vorne ist es? Ja, ich seh's. Ist auch eigentlich eine ziemlich breite Strecke so, aber... Oh. Aber, aber das ist ja so ein Mittelding. Oha! Perfekte Landung, so Alter, viel... Alter, bei mir war das
übelste Bruchlandung, aber ich hab überlebt. Bei mir war so gute Landung, ich kann es selbst nicht glauben. Jetzt bin ich auf der Autobahn, aber voll weit hinten. Ja, ich habe überlebt, aber dafür bin ich ganz vorne, da wo wir ausgestiegen sind. Scheiße, so. Aber ich kann die Leute nicht überholen, weißt du? Ja, die fahren so scheiße, ne? Ja! Und ich kann nicht mal hupen. Ich kann nicht mal schießen. Jetzt ist eine rote Ampel und ich komme nicht vorbei. Die bin schon. Guck mal auf der Map, wo ich bin. Wow, und ich glaube, mein Flügel gleich wieder ab. So, ist aber grün. Ich muss ihn mal außen überholen. Oh, Schiedel, Esel, Miesel. Oh, oh. Jetzt wird ganz gefährlich langsam hier. So, ich fahre auf der falschen Fahrbahn einfach. Es geht besser. Oha. Ich nehme mir so viele Sachen mit, ich glaube, mein Flügel geht gleich wieder ab. Ja, ich habe auch das Gefühl. Da müsste ich ja wieder zurückfahren, ne? Ja. So. Oha. Oh, zum Glück kommen hier gerade keine Trucks. Fuck. Gerade geht's gut bei mir. Gerade kann ich ein bisschen fahren. Aber da vorne ist schon das nächste Auto und dann ist wieder eng. Man weiß doch gar nicht, wie weit es noch ist, ne? Weil da keine Kilometeranzeige ist. Kann ich zweimal nach unten drücken? Okay, ja. Ich seh's schon. Oh oh. Oh oh. Na, ich bin gerade gegen irgendwas Unsichtbares gegengefahren. Oh, das ist. Oh oh, hier kommt ein hohes Auto. Und da kommst du nicht vorbei. Ich muss hinter der Kolonne fahren. Oder? Ich muss gerade an der Ampel in der Kolonne fahren. Ich muss hinter der Kolonne fahren. So, oha! Die haben einfach mal angehalten plötzlich. Da bin ich voll dagegen geballert. Ha? Geil, Alter, das hohe Fahrzeug ist einfach angehalten. Das ist einfach in den rechts in die Parklücke rein. Glück für dich. Okay, ich glaube. Fuck. Oh, ich glaube, hier kann man es gar nicht mehr schaffen. Den allein. Da muss man dann irgendwann aussteigen. Man muss aber so weit wie möglich fahren. Ja, aber ich bin jetzt genau davor. Du kannst nicht in dieses Pier, weil das ist ja am Strand, ne? Okay. Wow. Nee, da muss man dann zu Fuß halt, so wo man nicht mehr mit dem Flugzeug wirklich nicht mehr längs kommt. Ich bin jetzt direkt vor der Straße, da kann ich nicht. Ja, da musst du halt zu Fuß gehen. Muss man das drauf gehen. Ja. Oh, Kaka. Du bist ja hinter mir! Mhm. Ah, ich bin ja mal. Ah! So. Jesus! Aussteigen! Steig auf, du Spacko! Lauf! Vater, lauf! Ah. Gelaufen bist! Zum Glück habe ich 100% Ausdauer. Scheiße. Ah, mein Daumen tut weh, Dena. Scheiße. Wir haben noch so einen Kackweg genommen. Oh, yes. Nein. Yes. Kacke. Winner. Ja, herzlichen Glückwunsch, Gerd. Da bist du besser gefahren. Yeah. Willst du das auch nochmal beenden? Ja, ich komme jetzt angelaufen hier. Aber ich kann gar nicht mehr reinlaufen. Schon weg bei mir. Aber hier bin ich. Ja. Hallo. Oh Gott, no. Ja. Scheiß Passanten. Nein, nicht. Ich bin fast tot. Wollt ihr Passanten? Was? Der will dich schlagen. Der will dich schlagen. Der war sauer. Bam, Junge. Bam. Ja, der fand es nicht so gut mit der ganzen Gewalt und so, ich weißt du? Ich mit einem Messer, du Spasti. Welche Fragen? Schlitz dich auf, Alter. Oh, Kev, das ist aber böse. Kev, der Ripper. Bam. Unser Flugzeug ist sogar noch da, aber ein bisschen kaputt halt, ne? Oh, fast überfahren worden. Oh, ja, Bullerei. Zack! Ich hab auch, warum auch immer. Oh, scheiße, die kommen hier sogar gerade schon an. Weil ich hier drei Leute gemessert hab, deswegen. Mal sehen, ob unsere Flugzeuge noch fliegen. Ich glaube, die gehen jetzt aber kaputt. Dann nehm nicht mein Flugzeug, okay? Ich weiß nicht mehr, welches deins war und welches meins war. Eins war das vordere, du bist aber hier vorbeigekommen. Ja, wir sind ineinander, aber... Oh, das eine brennt jetzt auf jeden Fall. Danke, das war meins. Aber mit meinem kann ich da auch nicht mehr fahren. Oha, meins brennt auch, warum auch immer. Weil die Bullen schießen. Warum schießen die Bullen denn? Und mit dem kann man auch nicht mehr fliegen hier. Oh, ich finde das so traurig. Blöde Bullen, warum auch immer. Was haben wir euch getan? Oha. Was ist das? Das war die Explosion vom Flugzeug. Weißt du, ihr lebt noch ein Bulle. Ach, du bist da drin. Oh, ich komme zu dir. Vorsicht! Was machst du da? Du hast dich umgefahren. Deathmatch. Das war keine kontrollierte Landung, Deathmatch, weißt du? Deathmatch. Ich hab noch Bullen. Deathmatch. Vielleicht kann ich Deathmatch annehmen, dann hab ich keine Bullen mehr. Ja, genau. Ja, nice. Nice. Jetzt bist du dran, Kev. Oh, du bist tot. Ja, lol. Warum bist du tot? Keines Deathmatch. Aber es zählt nicht als Punkt für mich, leider. Ja, wieso leider? Ist cool. Hey, da bist du ja. Hey, yo, Kev, what's up, man? Weit weg gespawnt, wo bist du? Ich will gucken auf die Karte, du bist gar nicht weit weg. Kann man durch den Laden gehen? Weiß ich nicht, probier's. Also, ich bin ja aber nicht beim Laden. Uha.
Der Laden hat geschlossen, bitte kommen Sie später wieder. Ja, weil du da rumballerst, Kev. Immer musst du Stunk machen. Mann, du bist auf der anderen Seite. Na, jetzt checkst du es. Ich komm jetzt aber. So. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja! Nein! Was? Wieso bist du nicht tot? Du überlebst, Junge! Wieso bist du überlebt? Das kann nicht wahr sein! Ha! Nein! Yeah! Kackendreich, du hast auch noch gut Damage bekommen, ne? Ja, so ein Viertel. Oh Mann, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. So, was haben wir jetzt? Wo spawn ich? Aha. Oh, ist ja eine übelst kacke Position, wo ich spawne. Was? Wieso denn? Das darf nicht wahr sein. Komm doch raus, Kev. Oh! Bams, Junge! Oh! Oh, was? Das darf nicht wahr sein. Junge, 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 Alter. Nicht zweimal hintereinander, junger Bursche. Ja, ja. Ja, ja, ja. So. Oh, da bist du ja doch der. Nee. Ich sehe dich noch nicht. Wo bist du, Kev? Fuck! Dahin. Wow. Oh, yeah! Konntest du mich wirklich anvisieren? Nee, ich hab manuell visiert. Krass, wie gut du visieren kannst, Alter. Bester Mann, yeah. Das war richtig gut. Dankeschön. Oh, jetzt bin ich ja übelst am Arsch. Du siehst voll fett aus. Fällt mir gerade so auf. Wie sieht ich fett aus? Keine Ahnung, wie du da so lagst in deiner Blutlache. Muskel. So. Oha, das war dumm von mir. Nein! Wie, du kriegst kein Damage die ganze Zeit? Nö. Oh! So. Fuck. Wollte gerade sagen, wie kein Damage, Alter. Ich glaube, ich spinne. Hätte ja funktionieren können. Fast, hätte es auch gehabt. Wir werden fette Leiche erstmal rauswerfen. Oh, jetzt ist die fett. So. Oh, scheiße, ich wollte schon das Auto wie das Flugzeug steuern. Ja, das mache ich auch immer. Und dann ist das Handbremse oder sowas. Ja. So. Und dann wundert man sich, warum man nicht fährt. Oh, was wollen die Passanten von mir? Ich muss hier weg. Ja, die mögen dich einfach nicht so gern. Das kann ich auch verstehen. Überraschungsangriff! Oh, das war wohl nichts, Kev. Ah! Ey, hätte ich dich platt gemacht, das wäre epic gewesen. Ja, wär's auch, aber so war es einfach nur ein Fail. Das wenigstens gesehen, wie das Auto schön geflogen ist. Ja, richtig, so richtig die Luft so wusch. Stark! Bist du mich gekillt? Ja? Ja, aber wie hast du es gemacht? Ja, ich stand oben auf dem Berg, hab runtergeschossen. Also, ich dachte, ich kann mich da so gut verstecken oder so, aber. Ich stand ja auf dem Berg, da hatte ich einen besseren Winkel. Ja, Mist. Mist der Kiste, sag ich da nur. Mist der Kiste? Jetzt bist du da vorne, ne? Fuck. Oh nein! Wieso kann ich dich nicht anvisieren? Wo bist du denn überhaupt? Du gehst immer in die Position, wo ich davor war, kann das sein? Gerade eben steigst du mein Auto ein. Yes! Nein! Ich hab die Führung nur noch abgegeben. Das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt Zeitspiel, 30 Sekunden! Ja, nicht weglaufen! Nicht weglaufen, Kev! Nicht weglaufen! Nicht weglaufen! Oh. Ah! Oh, Kev! Oh, hab grad gesehen, dass du mich schaust, er hat keine Munition, er musste nachladen. Komm zurück! Der Laden ist geschlossen! Komm zurück! Kev, du scheiß Zeitspieler! Ich bin im Sicherheitsraum des Geschäfts! Du Sicherheitsspieler! Vor allem der Typ, der juckt das gar nicht, Junge, halt die Schnauze, Alter! Kev, du Sicherheitsspieler! Und jetzt hat doch die Bank geplündert! Zack, zack, zack. Boah, da bin ich übelst viel. Kann die zweite noch plündern? Nee. Wie verkackeiern, Alter? Scheiße. Ich hab ne Waffe, das geht besser. Fuck.
Und noch Cash gelootet. Wie viel? Ja, mit 2000. Du hast 2000 von mir bekommen? Nein, von dem Banküberfall. Dachte schon. Das war überkrass. Simon möchte dieses Fahrzeug? Ja, dann aber bring ihm das. Aber ich nicht entgegen, solange ich die Fahndungslevel habe. Ha, kann ich auch noch abgeben. Nice. So macht der Cash sein Geld. Ich hab mehr als genug. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Geld ist für mich zweitrangig. Das hast du nur, weil du es nicht hast. Doch, ich hab Geld. Ich hab... Ja, das ist aber immer die gute Taktik, wenn man sagt, Geld ist für mich zweitrangig, das sagt man nur, wenn man es hat und nicht am Existenzminimum ist, wie ich. So, ich hab 185.000 habe ich. Was? Und ich habe... Bin einfach reich geworden, Kev. 2000. Rockstar ja, hat mich einfach reich gemacht. Ja, nichts dahinter bei mir, ne? Ja, ja. Alles und nur auf Raten. Kannst nicht mal den Mechaniker bezahlen, ne? Das ist schon traurig. Ab reiche Gegend. Hab alles, was ich brauch. So, ich weiß gar nicht, wo du bist. Du bist voll weit weg. Ach, du bringst deinen Wagen da weg, ne? Ja, aber ich hab 3 Sterne. Und der Wagen ist übelst langsam, deswegen ist es übelst kacke zu fahren. 3 Sterne? Oh, ja. Das ist viel. Das ist nicht so schön, Gav. Ich hoffe, du schaffst es trotzdem. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle mal, weil es schon ziemlich lang geworden ist, glaube ich. Und so weiter und so fort. Aber ihr könnt uns gerne neue Challenge-Vorschläge rein in die Kommentare schreiben. Und dann probieren wir die auch nochmal aus. Das fand ich heute eigentlich eine ganz witzige Challenge mit den Flugzeugen. War wirklich sehr cool, dass wir dann nicht gesagt haben, komm, wir ändern die ab, sondern wirklich, man muss strikt nochmal zurückgehen. Ja, fand ich auch cool. Ja. Also, dass wir gleichzeitig kaputt gegangen sind und zwar genau gleich. Ja, passt vielleicht. Ne? Ich bin noch ein Stück hier weitergerollt, aber dann war ich auch weg. So, würde ich sagen, Leute, bleibt geilo. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bis nächstes Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.